Rekordmonat im August. Mein P2P-Portfolio, was mittlerweile fast 70.000 Euro beträgt, hatte im Monat August das allererste Mal über 500 Euro an Zinsen und Cashback für mich generiert. Das ist eine extreme Summe. Rechnet man sich das einfach mal aufs Jahr hoch, sprechen wir hier bereits von fast 6.000 Euro, die einfach rein theoretisch passiv reinkommen mit einem 70.000 Euro Portfolio. Auch die vergangenen zwei Monate habe ich hier ordentlich aufgestockt. Und zwar sind hier weiteres frisches Kapital von fast 10.000 Euro reingeflossen. Es wird ein mega spannendes Portfolio-Update auf jeden Fall. Und wenn du neu bist auf dem Kanal, jetzt gerne auf jeden Fall mal gerne den Kanal abonnieren, damit du auch zukünftig keine meiner Videos mehr verpasst. Also gut zweieinhalb Monate ist es her, da gab es von mir so ein Mimimi-Video, wo ich mich einfach so ein bisschen über mich selbst lustig gemacht habe. Also ich kann selbst gerne über mich lachen. Aber ich habe halt so gesagt, es wird schwierig, dieses P2P-Portfolio auf die Zielsumme von 75.000 Euro dieses Jahr zu hieven. Und sind wir mal ehrlich, es ist halt so Trash-TV gewesen. Die Leute schauen sowas gerne an, wenn man die Ziele nicht erreicht und sonstiges. Ich habe mir selbst das Video von mir angeschaut gehabt und so festgestellt gehabt, so, das bin einfach nicht ich, das passt nicht zu mir. Ich glaube, das Video ist auch noch alles online ganz normal, dass man das nachschauen kann. Und habe dann einfach mal meine ganzen Konten durchgeschaut gehabt und dann doch relativ viele Cash-Positionen noch gefunden gehabt, die einfach herumgelegen sind, die einfach nicht verzinst waren. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte, dass mein Kapital für mich arbeitet. Und dann habe ich mich eben entschieden gehabt, ab dem Monat Juli einfach ein paar Portfolios aufzubauen. Einmal Moneyfit, Bondora, hier ist Bondora normalerweise zweimal irgendetwas reingeflossen, wenn es mich nicht täuscht. Debitum habe ich stark aufgestockt. Hier Lande ist auch nochmal Geld reingeflossen. Eine neue P2P-Plattform, die Launch, ist mit dabei. Und was halt auch brutal stark ist, ist halt neben den Zinsen natürlich auch die Cashback-Aktionen, was es bei Lande gibt, was es bei Debitum gibt. Die Links sind auch ganz normal unten drinnen. Wir schauen jetzt mal direkt die Bestände an. Bei mir ist es tatsächlich so, Bondora und Wireinvest sind jetzt jeweils in der Auszahlphase drinnen. Das heißt, die ganzen angefallenen Zinsen ziehe ich bereits ab pro Monat. Und das ist auf jeden Fall schon mal etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Bei Debitum habe ich mich jetzt nochmal verlocken lassen, weil die Cashback-Aktionen mit 2%, die waren halt so irre. Da habe ich gesagt, die muss ich einfach mitnehmen. Daher ist da nochmal Geld reingeflossen. Und das sehen wir dann auch gleich bei den Zahlungen. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich einfach tatsächlich dieses Monat oder vergangenes Monat besser gesagt über 500 Euro erwirtschaftet habe. Twino muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich aktuell nicht sehr zufrieden mit der Plattform. Daher ist die in der Auszahlphase drinnen. Das heißt, ändert sich dort nichts an der P2P-Plattform, dann ziehe ich ganz normal weiterhin das Geld ab, versuche es dann eben adäquat in die anderen Plattformen zu investieren. Das gleiche ist bei STGuru mittlerweile der Fall. Lande ist mit dabei, da bin ich auch absolut zufrieden, genauso wie Moneyfit. Ihr seht es, die sind auch schon schön angewachsen. Größte Position ist weiterhin Bondora, weil da auch immer die Fragen kommen, woran liegt das? Die zahlen ja nur 6,75% Zinsen aus. Das liegt einfach daran, dass ich hier persönlich aktuell am wenigsten Risiko sehe. Und ich muss ja ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis eingehen für mein Investment. Und das sehe ich halt einfach persönlich aktuell beim Bondora am besten gegeben. Launch ist einfach aktuell so eine Testphase, genauso wie Maclear. Die haben ja Anfang des Jahres gestartet, Launch. Vergangenes Monat, auch hier kommen schon brav die Zinsen rein und man kann ja auch mal hier die Gesamtperformance anschauen, also aktuell fast 70.000 Euro investiert, das ist natürlich ein Arsch voll Geld, da braucht man gar nicht rumtun, dieses Jahr insgesamt 18.000 Euro weiter reingeflossen und Zinserträge sind fast 3.500 Euro bereits angeflossen oder stehen zu Buche, was natürlich auch sehr, sehr attraktiv sind. Die Zahlungen können wir auch direkt hier mal anschauen. Ihr seht das, das ist jetzt peu à peu gesteigert worden. Das liegt natürlich unter anderem daran, dass natürlich auch vieles frisches Kapital reingeflossen ist. Das braucht aber immer erst eine gewisse Zeit, bis das eben dann wirklich mal arbeitet. Und jetzt hatten wir es dieses Monat schon gesehen gehabt, 500 Euro. Für mich absolut irre, Bondora 138 Euro, Debitum, wie gesagt, einfach die Cashback-Aktion mitgenommen, 121 Euro, Lande 32 Euro, Moneyfit auch richtig gut aktuell unterwegs mit 50 Euro, Wireinvest 125 Euro
Und Twino schwächelt einfach aktuell. Aber ich hoffe, dass das nächstes Monat wieder ein bisschen besser wird. Man kann sich auch hier direkt mal die Monatsübersicht anschauen. Wenn man sich hier einfach mal Twino anschaut, ihr seht es sonst immer so um die 60 Euro gegeben. Das war jetzt der erste Monat, der nicht so gut gelaufen ist. Aber auch Moneyfit hat sich sehr, sehr stark entwickelt, einfach weil ich dort einfach den Tresor verwende. Der Zinseszins kommt zugute. Und natürlich war im August ein 31. Tag einfach da. Das macht auch nochmal einiges aus und ihr seht es auch. Y-Invest ist einfach zuverlässig. Bondora ist absolut zuverlässig und auch Debitum läuft extremst gut. Meine schwachen Plattformen ist einfach aktuell Estate und wie gesagt, Twino. Schauen wir einfach mal, wie sich dort einfach die Zukunft ergibt. Bin da auf jeden Fall trotzdem, also es gibt immer mal wieder kleine Probleme oder Problemchen, aber ich sehe dem Ganzen eigentlich immer sehr positiv dem Ganzen entgegen. Wie gesagt, Bestände, größte Position ist weiterhin mit fast 24.000 Euro Bondora. Y-Invest ist 13.000 Euro, Debitum 9.166 Euro, Twino 6.800 Euro und Moneyfit 6.500, genauso wie Lande mit gut 5.700 Euro. Wenn du jetzt Fragen hast, schreib die auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare rein und dann freue ich mich, wenn du mir ein Abo dagelassen hast und wenn wir uns im nächsten Video gerne wiedersehen.